Deine Aufmerksamkeit. Okay, das geht mir jetzt total auf die Nerven. Ich gehe einfach ins Spiel und mache einfach die Soundqualität aus. Oder? Doch. Stimmt. Ah, das Spiel ist ein bisschen... Ich mache das Spiel mal aus. So. Also, Söhne Mannheims. Ja, wie gesagt, der SWR hat das dazu gemacht. Was? Ich verabschiede mich mal für heute. Ich bin müde. Liebe Grüße. Alles klar? Haust du rein? Schlaf schön. Mein Mod verlässt mich, das Arschloch. Nee, haust du rein. Alles gut. So, dann kann ich das hier nämlich mal ein bisschen leiser machen. Dann können wir nämlich mithören. PS-Protzer, die laut Gesetz... Tatsächlich ist es so, wenn ein Auto eingetragen ist mit einem Lautstärkepegel von 80 Dezibel und sagen wir mal bei 88 rauskommt, sind es immer noch 3 Dezibel zu viel. Bei 5 werden abgezogen. Mhm. So. Aber die werden sofort stillgelegt. Vor allen Dingen, machen Sie mal Ihr Moped an, ey. Ein fetter Mercedes steht da. Machen Sie mal Ihr Moped an. Alter, da krieg ich schon. Was sollen Sie denn über mein Auto sagen? Inzwischen gehören Sie zum Klangbild unserer Innenstadt. Na, okay. Aufgemotzte, teure Autos der Kategorie unüberhörbar. Standardausführung bei AMG. Ja. Also ich habe diese Doku tatsächlich bei Monte gesehen und ich wollte jetzt nicht das Video von ihm anmachen, weil er sich sonst wahrscheinlich irgendwie bedroht oder belästigt fühlt und er nachher sagt, hör mal zu, nimm runter, dann wäre ja der ganze Stream für den Arsch. So, aber Reactions sind ja erlaubt. Kannst du eine Reaction über Monte mit dem Video da hinaus sagen? Das geht auch. Ja, aber er kann sich ja dann beschweren. Ja, klar. Die Beamten Ralf Meyer und Michael Schwenk kennen inzwischen alle Treffpunkte der Pause. So nennt die Polizei junge Männer, die mit Autos und Lärm auffallen wollen. Diese hier haben sich nichts zu Schulden kommen lassen. Trotzdem für alle Fälle auch an Sie die Ansage. Also, hier Fahrfahren, ne? Hello, bla bla bla. Die Polizei zeigt Präsenz. Der Umgangston ist freundlich. Man kennt sich. Von der alles ganze Welt berühmt. Inzwischen liegen Mannheimer Polizisten regelmäßig und besonders an den Wochenenden in Zivilfahrzeugen auf der Lauer, um die Lärmposer im Schach zu halten. Das Konzept ist erfolgreich. Doch Poser gibt es in der Stadt weiterhin. Wir treffen zwei von ihnen ein paar Straßen weiter. Was gefällt Ihnen an diesem Sound? Ja, versuch mal, das jemand zu beschreiben, der damit nichts zu tun hat. Das ist ein schönes Gefühl. Das kann man, das ist unbeschreiblich. So, wenn man damit rumfährt und da kommt ein schöner Klang raus, das ist einfach... Also ich finde ja schon mal die Frisur schon ziemlich sexy. Besonders mit der Brille nach hinten, ne? Wenn es dunkel ist, ist ja klar, Sonnenbrille im Dunkeln macht ja keinen Sinn. Aber ja, ich sag mal, ich habe mir ein Sportgerät gekauft. Und da sind diese Fehlzündungen drin, da ist dieser fette Auspuff drin.
Bei manchen heißt das Sportmodus, dann dröhnt das und ballert das richtig. Das also ist es warm sind, das kommt dann auch ordentlich raus. Und gut, Fehlzündung, machst du deinen Motor kaputt, aber was willst du machen, gehört dazu. Aber wenn es doch schon, naja, kommen wir später zu der Stelle. Kann ich auch was hinzufügen. Ich komme ja selber aus dieser Szene, aber ich komme ja auch aus der Hauptstadt. Es ist klar, dass wir in der Hauptstadt wirklich einen enormen Pegel haben. Aber da gebe ich den Jungs auch ein bisschen recht. Man ist in der Hauptstadt und wenn du genauer noch mitten in der Stadt bist, sind die Mieten erstens extrem hoch, kann sich kaum welche Leute leisten. Und wenn sich denn dennoch dieses Wohnort aussuchen, mit Familie, weil sie es irgendwie leisten können, gerade so, dann haben sie sich weniger zu beschweren. Und ich sag's mal so, nehmen wir mal, also ich habe ja in der Nähe von Köln gewohnt. So. Und es gibt ja Wohnungen in der Stadt, wo ständig die Straßenbahn durchfährt. Mhm. Also die Tram. Genau. Entschuldigung. So. Dann hast du. Das ist am Barbarossa-Platz. Genau. Mhm. Alleine schon bei Klettenberg geht das los. Das ist eine Hauptstraße, die verbindet die Autobahn mit Köln, Klettenberg, Efferen, das kommt ein bisschen weiter hinten, und natürlich auch der Tram, die fährt da durch. So, wenn du jetzt, und da gibt es tatsächlich Häuser direkt parallel zu den Bahnsteigen. Ja. So. Und alleine da, wenn da LKWs drüber rauschen, wenn da Trams drüber rauschen, wenn da Busse drüber rauschen, wenn die ganze Zeit auch Autos drüber rauschen und die fahren ja nicht einfach so fupp, sondern da sind ja noch viele Kreuzungen, viele Ampeln. Das heißt, die Leute stehen da. Und mal ganz ehrlich, es ist Stadt. Du hast damit zu rechnen. Und jetzt kommt gleich ein Satz, den fühle ich zu 100%, den würde ich auch sofort unterschreiben. Und übrigens, die sagen, machen Sie mal laut. Also machen wir Motor an. So, schöner BMW. Das geht noch. Das ist völlig korrekt. Okay, Sie haben den Satz jetzt nicht gesagt. Welcher Satz wäre es gewesen? Es wäre der Satz gewesen, wenn Sie Ruhe haben wollen, sollen Sie woanders hinziehen. Das haben wir am Anfang doch gesagt. Echt? Ja. Habe ich den überhört? Scheiße. Okay, nee, aber es ist wirklich so, Leute, wenn ihr euch beschwert und das in einer Hauptstadt, an einer Hauptstraße, ja, wenn euch das stört, dann sucht euch eine andere Wohnung und wenn euch das nicht stört, aber den Vermieter, dann könnt ihr eins machen, Mietminderung. Es ist tatsächlich so, das werden wir später auch noch hören. Verwaltung und die Polizei reagierten.
Seitdem verfolgt die Polizei die Autodrohne konsequent. Einfach immer wieder das Motor aufrollen lassen mit technischen Umbauten, sodass bei Leerlauf Fehlzündungen geschaltet werden. Sie können sich das so vorstellen, unser Kind ist regelmäßig nachts weinend aufgewacht, weil es sich erschreckt hat und Angst hatte. Dieses Ausmaß hat das Ganze angehört. So. Das ist eine Lüge. Also jetzt mal ganz ehrlich. Wenn man einen Sportwagen kauft, dann ist es doch wohl klar, dass du selbst bei 3500 Umdrehungen den Motor und den Auspuff hörst, weil es einfach so gemacht wurde. Das wurde, wenn es, und das wird zu 100% eingetragen sein, wenn du dir einen AMG kaufst oder geh mir mal von einem Lambo aus. Alter, der dröhnt, weil er Kraft hat. Und das nicht nur im 5000er, sondern auch darunter. Und in der Stadt, da fährst du nicht mit 1000 Umdrehungen. Alter, du drehst mal kurz aufs Gas und dann geht dir die Kiste ab. Richtig. Und genau da ist das Problem. Er sieht aus, als wäre er in Rente, aber er ist auf das hier geil. Und genau das ist das Geile daran. Eigentlich funktioniert die Mietpreisbremse in dem Maße durch die Poser. Das heißt, die Politik sollte das einfach mal zulassen. Und dann können nämlich die Vermieter einem gar nichts. Weil sie müssen ja. Oder viele Mieter mindern die Miete, weil sie nun mal in genau dieser Wohnung leben, wo dieser Lärm ist. Weil sie vielleicht keine andere Möglichkeit hatten, was weiß ich. Aber genau da funktioniert die Mietpreisbremse. Und von daher sage ich, was er sagt, ist totaler Nonsens. Der soll die Klappe halten. Oder was meinst du? Voll dafür. Also glaubst du, was ich da für Diskussionen damals geführt habe? Zum Beispiel, ich habe einen Freund, ne? Einen ziemlich guten. Und mit dem traue ich auch ganz viel noch. Und der hat mehrere BMWs, also ein absoluter BMW-Fan. Und dafür steht er auch dazu. Pass mal auf. Er hat seinen Wagen richtig gut getuned. Er hat so einen alten 3er BMW geholt. Mhm. Weil er den Stil sehr schön. So. Dann hat er, erstens hat er den Auspuff, die Anlage komplett umgebaut und auch eingetragen. Er hat die Karosserie stabilisiert mit Überrollkäfig, er hat den ganzen Innenraum leer geräumt. Also es ist wirklich, er will den zum Rennwagen richtig umbauen. Und will auch noch einen Turbolader oder einen Kompressor einbauen. Er überlegt sich noch, ob er einen Kompressor einbaut als einen Turbolader, weil Turbolader musst du wirklich fein abstimmen über die Zeit. Ja? So, letzten Endes, er hat halt die komplette Anlage drin. Wir fahren nach Berlin runter. Wo als erstes wir angehalten worden sind. Und wir waren über einen Tag noch da. Und da es war alles eingetragen und du mussten alle 20 Minuten mal anhalten und die Papiere zeigen. Und das ist lästig. Nur weil du kurz reinfährst und der hat nicht mal wirklich aufgedreht. Erstens sah sein Wagen auffällig aus, tiefgelegt. Rote Felgen, weiße Lackierung, mit Heckspoiler. Ich glaube, die haben wegen den Heckspoiler angehalten. Aber der auch dezent war. Also sprich, ich war noch vom BMW mitgegeben. Hm. Er hat es nur in Original mit eingebaut und fertig. So, wir wurden immer wieder angehalten, nur wegen der angeblichen Lautstärke. Und angeblich haben sich die Leute beschwert. Die saßen da und haben nur gesagt, geil, mach ein Bild. Haben sogar gefragt, ey, Dicker, kann ich mit dir ein Bild machen? Zack. Und das ist widersprüchlich. Also es gibt Beschwerden, aber nachts nur. Und selbst in Berlin gibt es halt Strecken, wo du auch nur ab gewisse Geschwindigkeit fahren darfst. Mhm. Ne? Und da sind sie meistens auf 50 km/h begrenzt. Und bei anderen Straßen, die etwas kleiner sind, 30 km/h. Zum Beispiel, du würdest das von... Ich weiß nicht, wer jetzt zuschaut, der vielleicht auch aus Berlin kommt, da müsste er zum Beispiel
von Rummelsburg bis nach Ostkreuz, kann ich mir vorstellen, oder nach Warschauer Straße gibt es halt, wenn du die Nebenstraße runterfährst, hast du 30 zu fahren. Tagsüber 50. Einfach wegen der Lautstärke und nicht, weil du da durchfahren kannst. Die Straßen sind riesig breit, aber du hast da 30 vorbeizufahren und nicht schneller. Und trotzdem beschweren sich Leute. Aber kommt noch geiler. Das ist ein Imponiergehabe, das einfach nur auf sich aufmerksam machen will und das zeigt, ich bin da, ich bin stark, ich bin der ganz große Tück und der ganz große Macker und die entsprechenden, das entsprechende Publikum honoriert das und schaut zu. Die Frage richtet sich jetzt an die Polizei. Warum man sich nicht mal intensiv damit beschäftigt, wie die Finanzquelle von der Leute sind. Das ist eher ein großer Aspekt. Humbug. So. Reines Humbug, das hat dem nichts anzugehen. Mal ganz ehrlich, also ich vergleiche das jetzt mal mit meinem Rechner. Ja. Ich habe ja zu Hause noch eine 1000 Watt Anlage, die 500 Watt RMS bringt. Also die hat schon richtig Druck für eine Wohnung, also da klappert alles. Kann ich mir vorstellen. Haben wir schon ausgetestet, im Dachgeschoss sind fast die Gläser aus Schränke gesprungen. So, das wäre jetzt so. Ich verrate euch mal, der Rechner hat 2.000 gekostet. Ja, das heißt, wir reden hier im Tausenderbereich. So. Ich habe ein i7 11700K drin. Ich habe ein 850 Watt Netzteil da drin. Ich habe eine 3060, die schluckt. Und ich habe einen Vollausbau von M2 SSDs da drin. So, nehmen wir jetzt mal den Fall an, unser Nachbar beschwert sich, weil der Subwoofer zu viel drückt. Ab einer gewissen, sag ich mal, Filmlautstärke kann man das nicht mehr so wirklich unterscheiden, ob man zu laut ist oder nicht. So, das wäre jetzt genauso wie der ältere Mann fragt sich, wo die Finanzquellen dafür herkommen, dass ich diesen Rechner mit dieser Anlage zu Hause stehen habe. So, da käme jetzt die Polizei an mit einem Strommessgerät, ja, die packen das dazwischen, ich mache einen Benchmark, ich mache einen Soundcheck und dann sehen die, wie viel der ganze Scheiß verbraucht. So, natürlich muss ich Drogendealer sein. Gut, in diesen Zeiten wäre das wahrscheinlich nicht so abwegig. Aber natürlich muss ich Drogendealer sein. Ich muss, weiß ich nicht, irgendein Verbrecher sein. Ich muss irgendwelche Leute, was weiß ich, ja, damit ich mir so eine geile Kiste zu Hause hinstellen kann und sagen kann, wisst ihr was, Leute, ich kann streamen, ich kann zocken und ich habe Spaß dabei. So, genauso ist das mit den Posern. Die zeigen nicht, ich bin da, ich bin der Geilste, sondern die zeigen, ich hab's geschafft. Ja? Weil, mal ganz ehrlich, ein Hartz-IV-Empfänger, der kann sich ein Golf 4 gerade mal so leisten. Denkt ihr, ein Golf 4 zeigt, ich bin da, ich hab's geschafft? Nee, ist eine arme Rentnerkarre, sorry, wenn ich so sage. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Konzernchef ankommt, oder sagen wir einfach mal, nehmen wir unseren Chef hier, der hat ein Elektroauto, der hat sogar seine Elektroladestation hier auf Arbeit. Ey, der kann sagen, ich hab's geschafft. Und wenn er mit einem fetten Porsche Panamera Urus oder wenn er mit einem Lambo hier ankommt, dann zeigt er nicht, ich bin Bowser. Der hat's einfach. Sondern dann zeigt er hat auf die Kiste gespart oder er hat darauf geleast, was auch immer. Und zeigt damit, Leute, ich habe in meinem Leben was geschafft. Mehr nicht. Oder bei der Tuning-Szene ist ja auch so, wir schrauben an Autos nur für uns. Wir passen die Autos nach unserem Geschmack an. Wie zum Beispiel
Eben mit meinem Moped zum Beispiel. Ich frisiere sie, aber ich fahre die nicht auf der Straße, aber weil es mir gefällt. Ja. Und aber damit machst du ja niemanden an. Genau. Und zweitens gibt es auch so eine Sache, ich finde einfach immer wieder geil, wenn sie mal sagen, ey, das machst du nur, weil du so ein kleiner, so eine Schwanzprothese brauchst. Ist aber eigentlich nicht so. Wir passen unsere Autos nur dafür an, also unsere Fahrzeugen, nach unseren Bedürfnissen an. Wenn es die anderen auch mögen, es pusht halt einen natürlich mehr. Weil wenn du quasi, du baust die Autos oder dein Fahrzeug generell nach deinem Geschmack, nach deinem Belieben und erweiterst dann nach immer mehr, weil du immer was Neues gibt, es kommt immer was Neues. Ja, und anderen Leuten gefällt es dann auch. Dann pusht es dich noch mehr, fängst dann noch mehr an und das war's. Und dann bringst du auch noch meistens dazu, andere Leute auch noch dazu. Und egal aus welchen Quellen du es machst, ne, wie zum Beispiel, du kaufst dir ein E-Moped, baust ihn wieder auf, verkaufst ihn, das ist viel mehr Geld, hast wieder Teile, hast wieder Geld für Teile. Und das kannst du dreimal im Jahr für ganz groß machen. Das geht. Oder Kleinigkeiten wie zum Beispiel, ich würde jetzt ein PC nehmen, du brauchst ihn jetzt nicht beispielsweise. Das ist nur ein Beispiel. Du würdest jetzt auch keine Ahnung haben von den Teilen. Du hast es jetzt, sag mal, wie so ein Typ. Ja, ich habe es mir fertig gekauft, funktioniert. Ich nutze es nicht mehr so oft. Ja, hier mein Sohnemann, kriegst du einfach ein Geschenk, brauche ich nicht. So, Sohnemann, ja geil, die Grafikkarte. Wir haben jetzt die Zeiten, wo die Grafikkarten wie Gold gehandelt werden. Gut, die Grafikkarte verkaufe ich einzeln. Und die restlichen Teile, vielleicht wenn wieder Arbeitsspeicher wieder nach oben geballert wird, auch noch für gutes Geld. So, kann mir wieder einen neuen Rechner kaufen oder für neue Teile. Oder sagen wir mal, ein Kumpel von mir spart auf eine richtig geile Anlage. Zum Beispiel von Teufel. Oder, wie hieß die hier eine Marke, die eigentlich über Teufel steht und über Bose? Harman Kardon? Genau. Mhm. Na, und auf die spart er und die sind scheiße teuer. Und dafür brauchst du einen gewissen Verstärker, der das auch noch betreibt. Und vor allen Dingen, man muss mal dazu sagen, viele, also sozusagen wäre mein Rechner jetzt sozusagen meine Potenzverlängerung. Sorry Leute, ich habe die Potenz dafür, ich bin richtig gut ausgestattet. Aber ich sehe es nicht als Statussymbol, dass ich bin für mich froh darüber, dass ich etwas geleistet habe und dafür belohnt wurde. So, er baut es, weil es sein Hobby ist. Und für ihn ist es, ich denke mal, auch kein Statussymbol, sondern ein Hobby, ne? Genau. So, aber es geht hier darum, dass Leute, die sich eine fette Karre gekauft haben, weil sie es konnten, und sich das einfach leisten können. Ganz es einfach. Auch, ja, und es auch zeigen. Also früher hieß ein fettes Auto, ne? Ich werde es mal wirklich neutral ausdrücken. Hieß es halt Potenzverlängerung. Klar, manche hatten so einen kleinen, aber ich meine gut, auch ein kleiner Nagel kann eine gute Technik haben. Ja, das stimmt. Ja, ist so. Aber die haben auch gleichzeitig gezeigt, ich habe mir etwas verdient und damit, darauf kann ich stolz sein. Und der Polizist sagt jetzt etwas, wo ich mir denke, dass er das wirklich sehr neutral sieht und dass er sich an Fakten und nicht auf Vermutung seine Meinung bildet. Die über Drogengeschäfte oder sonst wie an die Gelder kommen, die ist immer gleich naheliegend, aber darüber haben wir eher keine Erkenntnisse. Das korrespondiert auch mit der Tatsache, dass die Leute nicht aggressiv und auch nicht beleidigend sind. Sie sind verliebt in ihr Auto, vernarrt in das Posen und wohl auf dem Trip zu sein, seht ihr, ich habe es geschafft. Und in diesem Kontext muss man das Ganze sehen. Auch wenn sie nett sind, wenn man so mit ihnen umgeht, aber sie nerven. Sie nerven unheimlich. Haben Sie mal versucht, mit denen zu sprechen? Ganz am Anfang, ja. An der Ampel, wenn einer steht. Es gibt dann drei Reaktionen. Entweder überhaupt keine Reaktion,
So, wir stehen also an der Ampel. Wie kann es sein, dass bei, ich sag mal, 1500 Umdrehungen, der Wagen ist im Leerlauf? Wie kann es da sein, dass er eine Fehlzündung hört, dass er einen dröhnenden Auspuff hört? Den kann er nicht hören. Es sei denn, der Autofahrer nimmt einen Gang raus und tritt mal richtig drauf. Dann könnte man es verstehen. Aber er ist ja nur an der Ampel neben ihm gefahren. Das heißt, der Wagen stand im Leerlauf. Deswegen sind seine drei Argumentationen einfach völlig sinnlos. Richtig. Ist so. Ne? Es gibt halt Arschlöcher, die haben wir alle. Also ja, die schwarzen Schafe, die einfach mal solche Dinge abziehen. Auf alle Fälle. Aber meistens ist es dann immer so, wenn sie entweder jemanden doch wirklich beeindrucken wollen, der im Auto sitzt, und nicht Leuten, die da draußen sind. So schlau sind sie auch. Was bringt denn jemanden draußen zu treten auf dem Gas an und sagen, ey, Alte, komm her. Nehmen wir doch mal das Beispiel VW Golf gegen Lamborghini. So, wenn der Golf ein ordentliches Bodykit hat, einen ordentlichen Spoiler und eine ordentliche Auspuffanlage. Und neben ihm steht ein Lamborghini Urus. Das ist ein SUV von Lamborghini, aber der hat auch Kraft. Das kann man ganz gut vergleichen. Der Golf hat einen super Anzug, hat aber einen Nachteil. Er kann seine Geschwindigkeit nicht so lange halten. Der Urus allerdings ist langsamer beim Anzug, aber in der Höchstgeschwindigkeit top. Das heißt, er zieht ihn in der Höchstgeschwindigkeit ab. So, wenn diese zwei jetzt nebeneinander stehen und beide sagen, alles klar, komm, ich zeig dir, was ich kann, ich bin der Chef, sagt der Golffahrer. Dann kommt der Lamborghini-Fahrer, was? Du mit deiner kleinen Klimperkarre da, Alter, wo hast die Cornflakes-Schüssel her? Ich bin der Macker. So, dann ist es klar, das ist ein Rivalenduell. Jetzt stell aber mal, und diese Geschichte ist wahr, ich saß mit in diesem Auto. Mein bester Kumpel hat einen VW Polo. Facelift. Wir standen neben einem Porsche. Und mein bester, ich meine, der hat ihn provoziert, hat gesagt, alles klar, komm, hier. So, neuer Turbo drin, Sportbremsen, Sportfahrwerk, ist alles drin. So, jetzt gibt's aber, der Porsche-Fahrer, der hatte so ein Grinsen im Gesicht, der hat nicht damit gerechnet, dass der Polo ihn abgezogen hat. Weil von außen sieht er nämlich, wie jeder Serien-Polo aus. Das heißt, das ist ein Wolf im Schafspelz. Und genau das ist passiert auf einer Strecke, wo 100 erlaubt sind. Wir sind 100 gefahren. Wir waren sogar, glaube ich, bei 98. Und wir haben den Porsche abgezogen. Wir haben den richtig abgeledert. Und der Typ... Und das ist ein Duell, wo ich sage, das kann man machen. Ja, es war ja vorne nichts da. Es waren zwei Spuren. Keiner war da. Strecke war frei und 98. So. Aber das hat was mit, schau her, ich habe einen kleinen Sportwagen, man sieht es ihm nur nicht an. Ich habe es geschafft. Und das ist für ihn kein Statussymbol, er fährt gerne Auto. Aber so ein Lamborghini oder so ein Porsche, ich sag's jetzt einfach, das sind Schwanzverlängerungen. Sorry, aber da kann ich einen Dacia daneben stellen, Statussymbol, was kein Statussymbol braucht. Meine Stiefmutter, die fährt einen Dacia, bei der Kiste würdest du auch nicht denken, oh, das ist total Sport, ach Quatsch. Ey, die tritt mal richtig aufs Gas und der Kleine geht ab. Und der will abgehen und der tut's auch. Und da ist kein Tuning drin.
völlig unbelehrbar sind in der Richtung. Seit 4 Jahren verfolgt die Mannheimer... Der hat niemanden mehr im Mund. Den beiden sind nicht an. Warum denn auch? War ja nur während der Dreharbeiten. Dieter Schäfer, inzwischen bundesweit bekannter Bekämpfer des Autolärms. Natürlich. Aber da muss man konsequent dagegen vorgehen. Das geht auch nicht mit 15 Euro Verwarnungsgeld, sondern es geht nur mit Konsequenz, dass es richtig teuer wird. Oder dass man eben beibringt, wenn du nicht so handelst, wie wir es wollen, und dich an unsere Regeln hältst, dann nehmen wir das Auto weg. Beim ersten Mal gibt es eine Verwarnung. Kanntest du den Typ? Bekommt Post von der Polizei. Aber der ist doch bundesweit bekannt. Mit dem heutigen Tag der Führerscheinstelle unserer Tagesverfahren. Sollten Sie oder einfach nur Namen hinzuschreiben, das Fahrverhalten nicht regelkonform ändern, müssen Sie mit einer medizinischen. Guck mal, wie alt ist eigentlich ein Dokumentar? Da ist auch noch Windows 7. Weil die Leute. So. Da war ich selber noch ein kleiner Frevel. Jetzt musst du dir mal vorstellen, du hast ein Auto, du hast einen Sportwagen, der kommt so aus der Werkstatt. Das heißt, du hast dir dieses Auto gekauft und der ist einfach auf Sport ausgelegt. Und wenn die den mehrmals erwischen, drohen die mit dir mit einem Psychiater und mit dem Auto weg. Das hat er gerade so vorgelesen. Dass wenn er seinen Fahrstil nicht ändert, eine MPO machen muss. Und im schlimmsten Fall das Auto wegnehmen. Ich kann es aber auch verstehen, wenn du jemanden gefährden tust. Das ja, aber nicht nur, wenn du normal fährst und Sound hast. Ja. Was? Selbst Soundchips sind laut StVO verboten. Obwohl es die teilweise standardmäßig... Und die sind auch eingetragen in den Autos drin gibt. Und dann, wenn du zum Beispiel innerhalb von einer Woche den Soundchip nicht entfernt hast und bei der Polizeiwache angetreten bist, dann gibt es notfalls einen Haftbefehl. Also ich weiß nicht, was in Deutschland verquer läuft, aber Leute, dafür bezahlen wir Steuern. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Und ja, auch ein Hartz-IV-Empfänger bezahlt dafür Steuern. Ich hab's ja vorhin Fokus. Ich glaube, niemand will im Fokus der Polizei sein. Er ist nicht mehr anonym, so dieses Fachding, sondern die hat mich jetzt im Auge. Ich glaube, so gleichgültig ist keiner, dass er jetzt hier seine Fahrt zu verlieren. Zurück beim Weißen Mercedes. Ist doch gar nicht. Bei solchen Autos kann man den lauten Sound auf Knopfdruck dazu schalten. Ja, Sport, klappen. Race Modus nennt sich diese kleine Option, die die Autos ab Werk mitbringen. Ganz legal. Aber das ist bei AMG Standard drin. Ja, das wird extra gegeben bei AMG. Einfach aufgrund dessen, zum Beispiel wenn der Wagen richtig warm ist. Also richtig schön warm gefahren, du hast den jetzt ausgemacht, du kommst von 10 Minuten wieder, machst den Motor an, dann brüllt die Karre. Aber dann brüllt es richtig. Und deshalb haben sie diese Klappen drin, dass halt, wenn du mal eine ruhige Ortschaft bist oder nicht so gerne auffallen möchtest, hast du die Klappen da. So, und er hat es gerade gesagt, dass die ab Werk eingebaut sind. Das heißt, man müsste also diese Wagen nur Rennstreckenbesitzern oder Rennfahrern zur Verfügung stellen, die Straßenzulassung entziehen. Weil er hat ja eine Straßenzulassung. Das heißt im Endeffekt, das Gesetz widerspricht sich. Auf der einen Seite sind diese Klangoptionen verboten, weil sie andere Leute stören. Auf der anderen Seite ist er aber hat er eine Straßenzulassung. Und das ist das, wo ich sage, alles klar, das kann ich auch nicht verstehen. Wenn man damit auf einer Rennstrecke fährt, doch in der Stadt ist der Rennsport-Sound definitiv verboten. Das sollte auch der Fahrer des Weißen Mercedes wissen. Doch der Fahrer scheint nicht so ganz einsichtig. Kann ich verstehen. Fühle ich. Alles ganz legal.
dass er den extra Sound abschalten muss, wenn er damit andere Menschen stört, mag er anscheinend nicht einsehen. Richtig. Ja. Tja, dann er muss ja hier nicht wohnen. Richtig. Ja. Aber er muss in der Stadt zeigen, was er für das Auto das hat. Ja, natürlich. Das sind halt die verschiedenen Sichtweisen. Das ist keine Sichtweise, das ist Fakt. Mittlerweile nicht, weil ich habe jetzt alles gehört in fast 4 Jahren. Und ich versuche immer mal noch das erklärende oder erklärende Gespräch zu geben, aber es wird immer schwieriger, weil du kriegst immer wieder die gleichen Aussagen, immer wieder die gleichen Argumente. Das ist vom Weg so, ich habe halt ein Geld ausgegeben für so eine Arbeit, la la la, la immer. Ja. Heute bleibt es bei einem Verwarnungsgeld für den Fahrer, wegen unnötigen Lärm, der beim Führen eines Fahrzeugs zu vermeiden ist. Für einfach so nicht. Was so dermaßen affig ist. Ja, würde ich auch machen. Sportmodus ausschalten. Und die schicke Karre so leise wie möglich durch Mannheim steuern. Ja, natürlich, ihr Affen, weil er mit 10 km/h fährt. Das sind in aller Regel junge Männer mit Migrationshintergrund, die mit teuren und lauten fahren. Hier die schöne Haare. So, und das ist ein riesengroßer Fehler. Es ist, und ich, wir sind hier in Deutschland, verdammte Scheiße nochmal. Ja, wir sind das... Ich würde jetzt nicht sagen, das einzige Land auf der Welt. Aber wir sind eins der Länder, die auf sozial bauen, die sozial engagiert sind. Und immer wieder aufs Neue, heißt es auf einmal, die mit Migrationshintergrund sind schuld. Da ist es doch wohl kein Wunder, dass die Leute zu uns sagen, wir denken hier auf, ne? Und das sagt sogar der SWR, ey, schämen sollten die sich. Und das ist der Oberknaller. Und dann noch mal hier aus, alles gut. Dann noch machen wir auch den Stream. Auf jeden Fall schöne Maschine. Ist nicht nötig. Es gibt keinen Drehzahlmesser. Das ist ein Problem. Denn wenn nee. Die Person nicht weiß, wie schnell der Motor dreht, kann sie vor Ort keine korrekte Lärmmessung fahren. Da habe ich mich schon mit zu reden. Wir sind ja kein Poser. Wir sind ja ganz normale Fahrer. Wenn richtig. Poser wäre, hätten Gas gegeben. Wir hätten uns ja. Kilometer weit schon gerichtet. So. Da kann ich sowas muss dazu reden. Zu denen sagen sie, sie hätten Migrationshintergrund. Was, zu ihnen? Mhm. Und jetzt hör dir mal ganz genau an, Chat, ich weiß, das ist laut. Ja, wir wollen ganz einfach durchfahren und wieder rausfahren. Wir machen nicht voll. Ja, so, hast du den Dialekt gehört? Ja, und? Ich find's nicht schlimm. Man versteht, was er sagt. Und mit Migrationshintergrund reden die meisten anders. Ja. Das hat nichts mit Migrationshintergrund zu tun. Und so und wie der er, redet noch ganz ruhig. Ja, und so wie er aussieht, kenne ich auch einen, auch Glatze, auch Bart. Ey, der ist hier geboren. Das ist er auch. Das hört man auch. Sie gehen hier dem Verdacht nach. Die Biker müssen folgen. Fahrwerk, Reifen, Bremsen ist alles Eigenbau. In der Szene natürlich beliebt, extrem teuer. Ich schätze mal, die kosten locker 50.000, 60.000 Euro. Eins. Ich würde sagen, eher mehr.
dass die Motorräder teuer sind. Oh, das ist Sachen geil, wie er da so drauf sitzen haben mit der Flappe und so. Ja, auch die Arme. Besonders technikverliebten und zeigefreudigen Fahrern gehören. Vor allen Dingen, die müssen jetzt auf die Polizeidienststelle. Wie demütigend ist denn sowas? Nicht zugelassen ist. Das wollen sie jetzt machen. Heißt nicht. Eigentlich erwähnen. Wenn wir da reingezogen werden, dann wäre ich mittlerweile vom Kollegen mitgefeiert. Weil das die eigentlich jeder kennt mittlerweile. Bei einer vorgegebenen Zahl darf der Geräuschmesser nur das zeigen, was im Kraftfahrzeugschein eingetragen ist. Es werden 106 Dezibel gemessen. Eingetragen sind aber nur 96. Minus 5. Oh mein Gott. Es sind 5 Dezibel zu viel. Alter, natürlich. Das muss ja verboten sein. Ey, haben die sie noch alle? Die haben TÜV gekriegt. Es geht halt mal gar nicht. Es geht gar nicht. Sie waren jetzt mit Abstand die lauteste heute. Wir haben sie ja gesehen und sie sind ja auch anständig gefahren. Es ist jetzt nicht so, dass man gesagt hätte, die reisen die ganze Zeit nach Hannover und machen dort Molly, aber es geht einfach nicht. Aber so laut war es ja nicht, ich habe jetzt die Zielzahl 106. So laut war es doch nicht, findet er. Doch 10 Dezibel mehr, das ist doppelt so laut wie eigentlich erlaubt. Die Zulassungsstelle kriegt entsprechend eine Benachrichtigung, was für Mängel dran sind. Dann dürfen sie die Fahrzeuge umbauen, sodass sie wieder zulassungsfähig sind und dann auch wieder bei ihrer zuständigen Zulassungsstelle in Worms zulassen. Das ist der mindeste Weg, ja? Ohne Gutachten oder sonst irgendwas. Die Zulassungsplakette wird entfernt. Die Motorräder verlieren damit ihre Betriebserlaubnis. Das ist die. Ja. Auf die Straße dürfen die Biker damit nicht mehr. Ihre Motorräder bleiben fürs Erste im Polizeigewahrsam. Und das ist ja. Das kann ich nicht gut erzählen. Frau Kursamstadt. Ein Kollege von mir hat sich einen schönen neuen Cross-Motorrad gekauft. Mhm. Der war noch nicht straßenzulässig gewesen. Aber du konntest mir teilen, wie der straßenzulässig machen. Weil Blinker, Scheinwerfer, Rücklicht, Hupe, das war wichtig gewesen. Mhm. Drehzahlmesser brauchst du gar nicht, weil du alles mit Gefühl und von Gehör eigentlich schon fährst. Kannst, beim Auto kannst du es genauso machen. Guckst du jedes Mal auf deine Drehzahl und sagst, ja, das sind gerade die 300.000 und dann möchte ich jetzt den zweiten Gang rein. Das macht niemand. Na? Und bei dem Motorrad ist es erst recht irrelevant. Na, und das finde ich nämlich richtig scheiße. Der wurde angehalten, weil sein Cross-Motorrad einen Sportauspuff hatte, der übrigens auch eingetragen war, aber zu laut war. Und ich sagte ihm eins, da war der Dezibel-Killer noch drinnen. Hätte er das abgemacht, wäre wirklich laut gewesen. Das wäre wirklich, wenn du einen richtigen Cross-Motorrad-Rennen dabei gewesen wärst, wisst ihr, wie laut die Dinger sind? Das brettert dir die Ohren weg. Und das ist richtig demütigend. Der musste sein zu einer Polizeistation stehen lassen. Aber da kommt der Klug da jetzt. Für jeden Tag zahlst du ungefähr 76 Euro dazu, weil das ist ja an dem Platz. Und wird ja gemietet. 76 oder 50 Euro waren es ungefähr. Und er hat ungefähr seine Karre eine Woche da stehen lassen und hat dann mehrere hundert Euro wegblechen lassen. Siehst du, und somit verdient der Staat und auch doppelt und dreifach. Und das ist eigentlich schon widerwärtig ohne Ende. Und das meine ich so, das ist wirklich erniedrigend. Einfach auf den Hof zu fahren, ist nicht erniedrigend. Sie mehr erfahren über ihr Leben und über ihre Liebe zu dröhnenden Maschinen. Vor allen Dingen, wie er das sagt, wie er das ausspricht, zu dröhnenden Maschinen. Michael Schwenk gibt Gas. Ein Verkehrssünder ganz anderer Art. Ja, das geht ja gar nicht. Hallo? Da ist ja nicht ganz gut. Guten Tag. Das darf man. Polizei! Ja, ist doch ärgerlich. Papa, Polizei! Und vor allen Dingen, die fahren bei Rot drüber. Alle beide. Vorhin hing er so seitlich drauf.
Da habe ich sie mit der Hand nach hinten geklemmt und habe ihn gestützt. Der hat keine Fußraste und nichts. Aber das ist nicht nur unverantwortlich, das ist, es geht gar nicht, was ich treibe. Gibt es denn nochmal einen Fahrzeugschein, Führerschein? Nächste. Na gut, teils hat Andi jetzt da schon recht, weil. Weil mein damaliger Stiefvater hatte auch so ein Moped gehabt und hatte so extra so einen Sitz für seine Tochter. Ist nichts Schlimmes passiert, okay? Und da war noch die Stütze drauf, aber da wusste man von dem Gesetz gar nicht. Das hat er einfach so gemacht, weil er einfach für seine Tochter bequemer haben wollte. Mehr nicht. Ich sag's mal so, bei diesem Fall sage ich, okay, da haben sie wirklich recht. Ich sag's jetzt auch mal so, die Polizisten, die halten sich ja nur an die Vorschriften. Klar, manchmal sprechen sie es so aus, wo man sagen kann, okay, das ist eine Provokation an den Menschen, an den, ich sag mal, Verdächtigen. Aber ja, Leute, die machen nur ihre Arbeit. Diejenigen, die die Gesetze geschrieben haben, sind irgendwelche erlogenen, verlogenen Doktoren, die noch nie irgendwie mal nachgefragt haben, die einfach keinen Plan davon haben. Würde ein Kfz-Meister sich darum kümmern, solche Gesetze rauszubringen und er wäre Politiker, dann könnte ich das noch verstehen, weil der Mann kommt vom Fach. Ja? Der ist Kfz-Meister, der hat seinen Meisterbrief, der weiß, wie es abgeht. Aber so ein Doktoren für Immobilien, den kannst du doch nicht da hinsetzen und zum Verkehrsminister machen. Ich meine, gut, geht schon, aber es ist totaler Schwachsinn, weil die nicht vom Fach sind und absolut keine Ahnung haben, was sie da überhaupt labern. Ne? Da spreche ich dir doch ein bisschen aus der Seele. Ja. Das ist nicht das erste Mal, wo wir alle hergenommen sind. Ja? Okay? Vorteil, keine Angst haben. Sonst okay. Das noch am selben süß. Tag haben sie ihre kostbaren Bikes mit einem Pickup heimgeholt. Volkan ist als kleiner Junge nach Deutschland gekommen. Heute ist er erfolgreicher Geschäftsmann und Sponsor der örtlichen Jugendfußballmannschaft. Aber was gar nichts. Sein Freund Aykut. Haben Sie eine Erklärung, warum es oft die Jungs mit dem Migrationshintergrund sind, die mit besonders teuren und besonders guten Autos auffallen? Ja, das fühle ich. Das fühle ich so sehr. Hat der nicht nur Scheiß-Dreckarbeiten gemacht, ja, wo jetzt sagen wir mal normale Menschen das nicht machen wollen. Ja, die haben schon ein schweres Leben gehabt. Ja. Und die sind ja dahergekommen und haben gesagt, wenn wir ein Haus gebaut haben oder einen Traktor gekauft haben, gehen wir wieder zurück. Aber das ist nie passiert. Diese Leute, die arbeiten hart, die haben Geld, ja, und die überlegen sich ganz einfach, was ich nicht erlebt habe oder was ich mir nicht gönnen konnte, ja, das gönne ich jetzt meinem Sohn. Ja. Ich konnte mir kein super Auto leisten, ich bin nur mit Schrottautos herumgefahren, aber das soll mein Sohn nicht oder meine Tochter soll das nicht durchmachen. Wenn sich 100 Leute gestört fühlen durch diese Geräusch oder diese Rattern oder sowas. Und ich, ist meine Meinung, ja, also ich lege mich da nicht so fest, was es jetzt so ist, aber das ist meine Meinung. Von den 100 Leuten sind 90 Stück sind verärgert, nicht weil das Auto so laut ist. Der denkt sich, ach guck mal da, guck mal, die haben uns die Dreckarbeit gemacht, ja. Und jetzt fahren sie die dicksten und coolsten Autos. Ich glaube, das ärgert die noch mehr als dieses Haus. Glauben Sie mir, das ist wirklich so. Ja? Wenn ein Deutscher einen Türke sieht, mit so einem Auto fahren, ja, das sagt der 100%, der verkauft Droge. Ich sag nur 3er BMW. Der ist doch vor. Das ist Klischee ohne Ende. Und er spricht den Punkt an. Der Deutsche ärgert sich nicht wegen dem Sound. Einfach nur aus purer Neid. Sondern, und das war ja tatsächlich damals so, der Deutsche wollte keine Klos putzen.
Ja. So. Also, was haben sie gemacht? Haben die Leute aus dem Ausland geholt, die haben die Toiletten geputzt, weil der feine deutsche Herr, ich mach mir die Hände daran nicht schmutzig. So. Ey, Leute, ich stimme ihm dazu. Und ja, es mag sein, dass er Migrationshintergrund hat. Ich denke mal, das gibt er auch zu. Aber mal ganz ehrlich, er fällt dem zum Opfer, dass er Migrant ist und sich einen Namen gemacht hat. Wie schon gesagt wurde, er fördert die örtliche Jugendfußballmannschaft. Ich glaube, Fußball war es. Und er ist Geschäftsmann und er zeigt mit seinem Hobby, dass es ihm Spaß macht und dass er was geschafft hat. So. Der Deutsche will einfach nicht zugeben, dass er für diese Drecksarbeit, die er gemacht hat, oder sein Vater, oder seine Verwandten, ja, dass er sich wegen dieser Drecksarbeit so ein geiles Hobby holen konnte. Und das ärgert den Deutschen. Und diese 10 anderen Leute, die da sind, ja, die er angesprochen hat, das ist einfach nur Gruppenzwang. Die haben keine eigene Meinung, die gehen einfach mit dem Mob mit, weil, überleg mal, du bist in einer Gruppe, sag ich mal, von 6 Mann. Du bist also der 7. So, jetzt sagen die, ich sag mal, der Polo kommt vorbei, weil hat gute Anlage drin. Hm. Ne? Ey, geil, super, geiles Ding. So, und dann, Murat, was hältst du davon? Und wehe, der sagt, es ist ein bisschen zu laut. Alter, da gucken die 6 den an und dann gibt's eine Gedankenschelle und dann, oh, ja, super, super geiles Style. Das ist einfach nur Gruppenzwang und das, man darf, diese 10 Leute dürfen einfach keine eigene Meinung haben. Und das, ey, das ist wirklich Real Talk, was wir hier sagen, weil ihr habt ja gehört, er ist Hobbybastler an Mopeds, also es ist ja nun mal Mopeds ein Hobby. Mopeds und bei Autos. Autos weniger, weil Autos sind teuer. Die sind scheiße teuer. Allein schon die Teile. Und, ist bei Mopeds viel einfacher und ich habe eigentlich auch mit Mopeds auch viel mehr, das hört sich blöd an, aber viel mehr das Gefühl. Glaube ich. Fahren auch direkt. Generell, wenn du auch in die Kurven reingehst, ist was ganz anderes als beim Auto. Beim Auto machst du richtig Laune, wenn du driften gehst oder richtig Speed aufnehmen möchtest. Das macht richtig Laune. Und wenn es draußen regnet. So, und ich fühle, dass seine Meinung irgendwo, weil ich Hobbybastler an Rechnern bin. Und mittlerweile sind Rechner auch fast so teuer wie Autos. Ja, die sind wie also, Kleinwagen locker. Weißt du, vor 3 oder 4 Jahren gab es die Höllenmaschine. Ja, die hat 40.000 Euro gekostet. Aber sie hatte einen Vorteil. Links war das Gaming-System und rechts war das Eco, also das Office-System. Und die liefen beide parallel. Und die wurden von richtigen Fachinformatikern zusammengebaut, die Ahnung davon hatten. Und das Gaming-System hatte sogar noch eine Wasserkühlung. Und das war die Höllenmaschine, meine lieben Freunde. So. Und heute kostet also wirklich das Beste vom Besten kostet jetzt auch 40.000 Euro. Und da ist kein zweites System, das parallel rechts mitläuft dabei. Weil heutzutage kostet ein richtig genialer Enthusiastenrechner, und das ist ja wirklich High-End vom High-End, kostet so viel wie ein kleiner Volkswagen. Es ist einfach so. Oder passt ja auch mit meinem bisschen mehr mit dem Rechner und versuche immer noch deine alte Grafikkarte zum Laufen zu kriegen. Und die Sucharbeit ist schon echt
Ja. Echt lästig, kann man quasi sagen. Aber es macht auch teils Spaß, weil man jetzt so mehr Dinge findet. Aber wenn man sagt, guck mal, du kommst aus diesem Beruf, du hast Ahnung davon. Ich komme nicht aus diesem Beruf. Also ja, aber ich sage jetzt mal, du kommst aus diesem Beruf. Ach so, ja. Ja. Ne, ne, hypothetisch auf einmal. Genau. Ja, und dann machst du das. Und du machst, da bist du jeden Tag an irgendeinem Rechner dran, der irgendeinen Fehlercode hast. Und natürlich kannst du sagen, ja, du hast einen Bluescreen, das kann nur ein Arbeitsspeicher sein. Dann gehst du hin, wechselst das Arbeitsspeicher aus. Aber was ist denn, wenn du immer noch einen Bluescreen hast? Dann kannst du eine Grafikkarte sein vielleicht. Mhm. Ganz blöd, CPU. Was unwahrscheinlich ist. Oder ganz, ganz makaberes Ding und das einfachste der Welt, du guckst dir deinen Kühler an. Ja, ist auch schon passiert. Bei meinen Kollegen letztens, da wo ich schon mit der Grafikkarte war, wir haben eine Testbench da. Und wir haben uns die ganze Zeit gewundert, warum wir bei der APU kein Bild bekommen haben. Er dachte, er hat das Ding zerschossen. Nee, weil der Kühler hatte so einen ganz blöden Anpressdruck gehabt und hat von einer Seite mehr gezogen als von der anderen Seite. Und durch diese Wärmeleitpaste hat er den mit rausgezogen, den CPU-Kühler. Das war nur so ein Millimeter da weg, war. Das konnte man noch gerade so sehen. Wir müssen das mal erklären, weil ich denke mal, es gibt nicht viele Leute, die mit Bench und APU was anfangen können. Ein Benchmark ist einfach nur ein Stresstest für die Hardware. Das heißt, da wird die Hardware bewertet und dann kann man sagen, alles klar, ich bin die Chef. So, ne, und eine APU, das ist einfach nur ein Prozessor und eine Grafikkarte auf einem Chip. Genau. So. Und die sind auch nur dafür da, dass du das Bild bekommst. Und zocken sind ja am wenigsten geeignet. Es sei denn, du hast eine externe Grafikkarte, dann geht's gerade so. Ja, dann geht's super. Naja, nicht ganz super, aber ist es machbar. Es läuft. Ist machbar, ja. Und es ist ja klar, wenn... ich sag mal, wenn es draußen warm ist, also so müsst ihr euch das Prinzip eines Prozessorkühlers mal vorstellen. Wenn es draußen warm ist, dann schwitzt ihr. So. Und dann kommt ein Windstoß und euch ist kühl. Das ist die Wärmeabfuhr. Das ist das Prinzip eines Prozessorkühlers. Weil der Körper schwitzt, um sich abzukühlen. Und wenn ein Windstoß kommt, dann geht die Temperatur des Körpers immer weiter runter. Also je nach Windstärke. Also ich denke mal, Hurricane ist jetzt gerade nicht so der Windstoß, den du brauchst. Aber oder Trockeneis mit dem Körper. Aber das ist das Prinzip eigentlich leicht erklärt, weil Lüfter, also der Prozessor, Wärme steigt nach oben, kennen wir alle. Dann hast du da deinen Prozessorkühler, der mit Aluminium bestückt ist. Dazwischen gibt es eine kleine Paste, die nennt sich Wärmeleitpaste und wie der Name schon sagt, es leitet die Wärme an den Kühler und Kupfer. Mhm. Kupferplatten. Und der Lüfter, der dran ist, sorgt dafür, dass die Abwärme vom Kühler abgeführt wird. Und wenn man einen richtig genialen Luftstrom im Gehäuse hat, dann hat man die beste Kühlung aller Zeiten. Die APUs, die gibt es bei AMD und bei AMD ist es eigentlich so der Nachteil, dass du kein Käfig hast. Käfig? Na, wenn ich bei mir jetzt meinen Intel einlege, habe ich noch einen Käfig darüber. Ach so, haben die auch? Nee. Bei Ryzen 5 mit der APU gibt es schon welche. Hieß eine Packung mit einem Käfig. Okay, dann muss ich mal nachgucken. Weil ich weiß, bei den ersten APUs mit dem FM2 Plus, die liegen einfach so drauf, dann wird er eingerastet, fertig, aus ist. Aber wir kommen jetzt vom Thema ab. Sorry, Leute. Das sind zwei Hobbybastler unter sich, das tut uns leid. Und beim Auto ist es genau so. Du hast einen Kühler und fertig. Standpunkt, was er hat. Ja, der Alte, der hat für seine Maschine 2 Jahre hat der gebastelt. Er hat 2 Jahre lang dran geschraubt.
der ist nicht in Urlaub gefahren, der hat keine Freizeit gehabt, der ist nicht ausgegangen. Ja, der hat nur, aber das sieht keiner. Mhm. Wenn die Maschine fertig ist, die sagen dann, ach, guck mal da, wie kann der sich das leisten? Der hat ein schönes Auto, dann noch ein schönes Motorrad. Ah, da ist irgendwas, der macht was. Und was macht der tatsächlich, der Alkohol? Das fragen Sie sich selbst. Was macht der beruflich? Ich arbeite in großen Unternehmen. Alter, das ist die perfideste und dreisteste und abartigste Frage, die man stellen kann. Er steht persönlich da und man redet von ihm in der dritten Person. Alter, wie abgehoben und wie abgeklärt beim SWR seid ihr denn? Alter, das ist sowas von dreist und unmenschlich. Ich wundere mich, dass er die Beherrschung noch hat, dass er wirklich beherrscht ist und tatsächlich auf diese Frage antwortet. Da zeigt er tatsächlich Stärke. Er zeigt nicht nur Stärke, er steht drüber. Und zweitens, das Traurige daran ist, er hat es nicht zum ersten Mal. Aber er steht drüber. Und du siehst es eigentlich allein jetzt, guck mal einfach sein Gesicht an, der platzt eigentlich innerlich. Ja. Und sein anderer Kollege ja auch. Aber die lassen es jetzt einfach nur durchgehen, weil, warum? Es ist Fernsehen. Erstens das, und wie soll es denn sonst draußen zeigen? Ja. Geht ja schwer, wenn du jetzt einfach weiter ablockst. Als Fahrer. Ganz ordentlich. Wir sehen zwar vielleicht aus wie Verbrecher. Vorurteil, weil auch nach 50 Jahren Einwanderung jeder lieber unter sich bleibt. Die Deutschen, genauso wie die Türken. Solche Arme. Sie wollen zeigen, dass sie es geschafft haben. Super. Den Deutschen, aber auch den eigenen Leuten. Ihre Motorräder sind übrigens inzwischen wieder zugelassen. Tja, warum denn wohl? Aber okay, ich würde sagen, da belassen wir es heute dabei. Weil ich kann mir sowas einfach nicht weiter reinziehen. Ich wollte euch mal zeigen, auch damit ich runterkomme und meine Angst endlich mal vergesse, aber irgendwie steigen mir meine Kopfschmerzen gerade mehr, als ich eigentlich ruhiger werden wollte. Ich würde sagen, wir machen heute hier bei Schluss. Ich weiß, ich hatte versprochen, wir machen danach weiter, aber mittlerweile sehe ich, es ist 2 Uhr und wir haben uns alle ein bisschen verquatscht. Passiert. Aber ich hatte ihm gesagt, ich brauche was zum Runterkommen und ich habe eine super geile Reaction da drauf. Und da war auch ganz gespannt und ich denke mal, du bist da jetzt auch so an Möglichkeitsgrenze, ja. Na, erstens das, aber du bist auch wahrscheinlich so zum Zuge gekommen, wo du sagen kannst, alles klar, fühle ich. Ja, das sind Diskussionsthemen, die man immer führt. Besonders unter Freunden, ne? Oder halt, wenn wir in unserer Hobbywerkstatt sind. Mittlerweile sitzen wir halt nur noch da und sind froh, dass wir ein eigenes Gelände haben, wo wir dann die Sau rauslassen können. Oder bei jener Kollege, der ist wirklich ein Fachmann. Absolut, ne? Und der macht jetzt auch gerade seinen Meister für ein Auto. Zwar LKWs, er repariert LKWs, aber das Wissen, was du an LKWs hast, kannst du genauso beim Auto reinbringen. Ja, klar. Und der setzt sich tagtäglich nur auseinander, der lebt für den Beruf. Na, und da sitzt halt da und sagt sich so, Alter, ich habe einen Kompressor drin und ich habe da hier so ein Ding reingebaut, was den Kompressor und den Motor schont. Und das ist illegal hier. Was? Ja, das ist sogar illegal. Und er hat gesagt, bete zu Gott, dass er mich niemals anhalten und das sehen. Na, und ich sag so, ich verstehe es nicht. Warum ist das für dich illegal, wenn es deinen Motor und den Kompressor schonen tut und nicht überhitzen tut? Ja. Ne? Und hat dann gesagt, das weiß er jetzt auch nicht, er macht sich darüber keinen Kopf mehr. Ihm ist jetzt einfach nur noch egal. Er hat das Geld mittlerweile gut zusammengespart und wenn irgendwas ist,
Ich kann das ganz schnell mit ein paar Schrauben wieder abbauen und dann sagen, hier ist also nur. Das war's. Und ich denke mal, das war das, denke ich mal, das Schlusswort für heute. Wir danken euch, dass ihr zugeschaut habt und wir hoffen, dass wir bald wieder streamen. Ich habe sogar fast den Wunsch und die Vermutung, dass der Metalhead am Sonntag wieder da ist und sich bestimmt auch freut, dass Reisegruppe Internat mal wieder dran ist. Meinst du unseren Großen? Ja. Der ist heute schon da gewesen. Naja, aber der wird wahrscheinlich bei seiner besten sein. Ah. Mhm. Weil der ist von Freitag und Samstag meistens bei seiner besten. Mhm. Und Sonntag nutzt er dann für, ich komme wieder runter, ich chill ein bisschen. Und ich denke mal, er hat auch wieder Bock. Ja, auf alle Fälle. Und hab ihm ja schon mal Bescheid gegeben, dass du da bist. Also. Was? Der ist da? Ich so, ja, der ist hier. Aber hat mir auch gerade meine Frau erzählt. Ich so, gut zu wissen. Ja, das habe ich wohl irgendwie verpennt, aber naja, gut. Und von daher, also er ist der Metalhead, wer es bei YouTube gesehen hat, einfach mal Reisegruppe Internat oder Defizockt eingeben. Besser Reisegruppe Internat, dann werdet ihr ihn sehen. Schade ist, dass die Jane noch nicht da ist. Ansonsten wäre das Dreiergespann wieder, also eigentlich das Hauptteam wieder zusammen. Und ehrlich gesagt, wir haben nichts dagegen, wenn auch mal ein Basinga, der Max, bin dabei. Mit dabei wäre, ihr habt ja heute gesehen, der hat einen Ruhepuls von 20, also während ich da ausflippe, also das ist der pure Oberknaller. Wir wissen auch nicht, was er nimmt oder ob er. Ich sag's nur, jetzt brauchst du Freunde, das sind Arschlöcher. Weißt du, ich hätte es genauso gut sagen können, wir haben so viele Türen. Ich hätte einfach nur vor der Tür stehen müssen und irgendwelche Geräusche machen müssen. Du wärst durchgedreht. Ich hätte gegen. Und das Echo wäre zurückgekommen. Ja, und das musst du dir so vorstellen, das heißt, solche Gruppe habe ich. Und dann irgendwann bist du davon abgehärtet. Du regst dich nur noch innerlich ein bisschen auf, aber du weißt ja genau, wenn du tot bist da drin, bist du da tot, fertig. Es ist auf jeden Fall, sage ich mal, irgendwo schön zu wissen, dass es tatsächlich noch einen ruhigeren als mich gibt. Und ich hoffe, dass er sagt, alles klar, komm, Devi, komm, wir machen das am Sonntag wieder klar. Dann seht ihr das über meinen Kanal, weil, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, bin ich wieder das arme Arschloch. Und dann haben wir natürlich das beste Spiel ever. Dann ist Dead at Night dran. Und da wir jetzt 2 Tage durchgestreamt haben, habe ich jetzt erstmal Freizeit. Die werde ich genießen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schöne Träume, bleibt auf jeden Fall gesund und schaltet wieder ein. Ciao.